Dies könnte vielleicht der letzte Part von New Super Mario Bros. DS sein. Wenn wir uns gut anstellen. Hier in Welt 8... 6. What the fuck? Zum Glück hat das Intro diesmal funktioniert. Besser als mein Skill zumindest. Weil hier steigt die Lava. Eieiei. Und diese... Warte mal. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Wie mache ich das? Scheiße! Verdammt nochmal! Ey, wie dumm bin ich denn eigentlich mal wieder? Oh, jetzt kommt der auch noch. Aber der bringt eigentlich immer gute Items. Nice, sehr gut gemacht. Nein, wirklich, ey. Ich muss wirklich nach diesem Let's Play wirklich selber Applaus geben für diese Leistung. Das ist, glaube ich, eines meiner schlechtesten Let's Plays aller Zeiten. Ich glaube, das Ding schießt uns, wenn wir hier Starcoin, oder? Wenn wir schnell gesucht sind, ja. Ich bin sehr überfordert mit so einer Sache. Wo ist die Lava? Nein, jetzt sag aber nicht. Gut, ich dachte, man bräuchte hier Bob-Bombs. Kann man nichts dran ändern. Digga, das sind ja wirklich wie in einem alten Arcade-Game. Also wirklich, so hätte jedes NSMB sein müssen. Na komm. Nice. Ja, wir haben im letzten Part Knochenbowser besiegt. Und den größten Plot-Twist aller Zeiten bekommen. Die Welt geht noch weiter. Was ist da hinten los? Okay. Kommen wir damit etwa auf die Fahnenstange? Ja. Nein. Warum denn? Warum sollten wir? Cool. Ja, nices Level. Hat mir sehr gut gefallen. Gut, dann können wir aber auch schnell zu 8-7 gehen. Der Hammerbro verpisst sich immer mehr, hä? Kann er denn auch im finalen Castle auftreten? Ich bin gespannt. Hä? Okay. Coole Blöcke. Der ist mal ein bisschen überrascht. Natürlich, der Fettsack darf auch nicht fehlen. Naja, das Beste draus gemacht. Starcoin haben wir auch, Leben noch. Besser geht's nicht. Chill! Rastet der schon wieder aus. Rotröhre hat nichts zu tun. Aus. Jo, geil. Man wird halt getroffen, wenn man darüber springt. Wofür ist dieser Stern bitte? Hä? What? The fuck? Check ich jetzt nicht. Wir werden uns gleich den Stern holen. Zuvor will ich einmal überprüfen, ob dort oben... doch, man kommt da noch hin. Da oben noch was ist. Gut, da müsste der... Ja, es tut mir leid, ich habe ein bisschen Schnappatmung, weil ich wirklich die ganze Zeit so rumschreien möchte vor Wut. Aber... Geht nicht. Ah, hier braucht man. Hier muss man sogar groß sein. Danke. Du hast es schneller für mich gemacht. So, dann wollen wir diesmal nicht nur den Boomerang, Bro. Danke.
Gut. Damit ist das Level auch durch. Perfekt. Wir kommen immer mehr zum Ende. Und ich bin wirklich froh, dass ich dieses Let's Play heute beendet habe. Wirklich. Also, nachdem ich so unglücklich war in den letzten paar... Ich bin immer noch nicht wirklich glücklich. Also, sei es mit meiner Leistung noch, dass ich wirklich Lust auf dieses Spiel habe. Aber ich kann euch sagen, wenn ich das jetzt nicht weiterspielen würde, ich kann euch auf jeden Fall sagen, meine Switch wird morgen zurückkommen. Ich kann euch zu 100% sagen, dass, ich bis dahin dann... Also, wenn ihr die Switch schon zurückgekommen wäre, hätte ich die Spiele nicht mehr weitergespielt, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Dann wäre dieses Let's Play wieder pausiert worden. Deswegen wollte ich das jetzt einfach mal ganz schnell machen, damit, ich dieses Let's Play auch dann abschließen kann. Ich hoffe nur, dass ich es noch hochlade. Aber eigentlich sind das wirklich dann Free Uploads. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Und das ist eine Mine-Röhre. Bestimmt ist ja auch irgendwo eine Ranke irgendwo drin. Juckt mich jetzt aber nicht. So, hier brauchen wir Meteoriten. Eieiei. Dass das erste Meteoritenlevel so spät kommt, wundert mich aber. Früher kamen die... Also, danach sind das eigentlich immer die ersten Level. Ja, in der Miniröhre ist die zweite Starcoin. Das ist mal wieder richtig geil gemacht. Irgendwo braucht man doch nochmal Mini-Pilz, ne? Irgendein Level war das doch. Geil. Sehr schön gemacht, Ben. So. Komm noch nicht ran, okay. Wir sollten jetzt aufpassen. So, jetzt können wir los. Wieder aufpassen. Cool. By the way, wenn ihr groß seid, könnt ihr das auch nicht machen. Ihr müsst auf die Meteoriten warten. Die Blöcke da unten gehen nicht kaputt. Gut. Damit ist das Level abgeschlossen. Also jetzt komme ich bei der Burg. Und wenn wir die Burg abgeschlossen haben, dann hole ich nochmal die zwei Starcoins mit den Mini-Pilzen nach. Und so, dann können wir eigentlich das Finale machen. Ich weiß gar nicht, haben wir dann 20 Parts ungefähr gemacht. Ich bin mir leider mit der Partzahl nicht mehr sicher. Ich habe, glaube ich, jetzt seit ich Welt 6 angefangen habe, alles durchgezockt. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich heute aufgenommen habe. Schon 21 Uhr. Ich glaube, ich habe irgendwann um 16 Uhr angefangen, aber ich habe ein paar Pausen gemacht. Ich bin so frustriert tatsächlich. Naja. Bin ich mal gespannt auf den letzten Tower, sowie auch auf das letzte Battle mit Bowser Jr. Boah, was? Zum Teufel, wie habe ich das noch überlebt? Okay, ganz einfach Starcoin. Ich hoffe, es gibt im Gegensatz... Danke. Checkpoint. Ich bin schon echt krass am Zittern gerade. Sich auch ziemlich hart konzentrieren und gut reagieren. Ach scheiße, ich dachte, das wäre ein Starcoin gewesen. Guter Münzkreis ist auch schon ganz gut, aber... Der sollte euch auch nicht ablenken. Siehst du? Ja, coole Red Coins, cooles Item. Warum ist das Spiel nicht so cool geworden? Nein, ist wohl so. Nice. Ich habe jetzt einfach mal einen Sprung gemacht und bin jetzt hier hoch gesprungen dann damit. Man sollte, glaube ich, auch nicht unnötig springen. Also da bin ich jetzt wieder runter. Aber wir begleiten uns jetzt oder was? Coole Sache.
Ja. Nice. Ja. Ich habe jetzt auf verschiedenste Art und Weise jetzt mal ausgetestet, ob man das Power-Up da behalten kann. Unmöglich. Dann guckt euch das an, wenn ihr die Starcoin holen möchtet. Wodurch die... Ah, ich hab's geschafft. Wow. Nicht gedacht. Okay. Weißt du nicht, wie viel ich jetzt gesehen habe und wie viel nicht? Da kommt jetzt wieder ein random Ding runter, ne? Gut, aber das ist ja eh zu langsam. Perfekt. Jetzt geht das hier so ein bisschen hoch. Gleich kommt so ein random Ding runter. Und ich denke mal, oben wird's dann. Perfekt. Wir sind am Ende angekommen. Endlich. Der finale Kampf gegen Bowser Jr. Ich bin gespannt. Mit Lava und Hotheads. Und bestimmt mit Panzern, natürlich. Ich werde ihn aber diesmal auch mit 3 Hits killen. Das bedeutet, ich werde jetzt keine Stampfattacke machen. So. Das war ein neuer Move. Nicht schlecht. Das bedeutet aber, beim letzten Leben müssen wir ihn dann nicht mit den Panzern killen, ne? Ich werde ihn jetzt nochmal nur mit einem Sprung dann ausschalten. Also, muss immer noch gucken, dass ich ihn dann nochmal treffe. Das sind da die Sprünge von Larry aus dem, oder Lemmy, ich weiß nicht, ich glaube Lemmy war das. Oder Larry? Aus der ersten Burg in NSMB Wii. Und er flüchtet ins finale Castle. Perfekt. Gut, Leute, ich werde aber vorher nochmal dann mit dem Minipilz dann in die 2 Level gehen und dann sehen wir uns später. Ciao. Kommen ja wirklich immer mehr Ungeziefer. Man kann da ja gar nichts gegen tun. Das schreit nicht. Wirklich, ich habe da gleich keine Lust mehr drauf. Was bedeutet gleich? Gleich ist es vorbei. Das sind die letzten Mini-Pilz-Münzen. Gleich habe ich's, Leute. Gleich habe ich's. Und dieses Hurensohn-Level ist damit das vorletzte, aber danach kommt noch ein anderes Level. Ich weiß gar nicht, was war das nochmal? Kann mich gleich gar nicht dran erinnern. Oh, jetzt kommt gar keiner. Ah, schön. Aber okay, danach ist es wirklich vorbei. Komm. Ich habe gehört, das finale Castle soll aber noch das größte Opferlevel von allen sein. Oh, freue ich mich schon mal drauf. Einer hat gesagt, er konnte nur mit dem Guide durchmachen. Warte, lass mich mal treffen. Und dann blinke ich ja noch. Und dann ist der Wichser. Genau, der Wichser. Völlig ausgetrickst im Pisser. Entschuldigung. Ja, perfekt. Wie kriegt man jetzt einen Stern? Ich dachte, es ist erst ein Mini-Pilz oder irgendwas anderes. So, ich muss aber da hinten hin, bitte. Ja, man muss den Stern bis nach da hinten durchhalten, sonst ist man am Arsch. Die ganze Arbeit ist dann umsonst. Du kannst zurückgehen. Die erstmal schön selber in die Fresse boxen, wenn es nicht schon deine Nintendo-Mitarbeiter gemacht hat, der neben dir steht. Gut, dann hast du es geschafft. Cool, ne? Ja, cooles Level. Da musst du sogar einen Daumen hoch geben, feiern und so weiter. Und dann bist du im Ziel. Cool, ne? Ja. Der Stern hat verdächtig lange gedauert. Als hätten sie gesagt, ja, hier hast du noch ein bisschen mehr Sekunden. Dafür, dass du das jetzt so schön gemacht hast. Ja, wenn sie nur so nett werden, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch 8-8. Zweites Tag und dann sehen wir uns gleich. So, da sollte es sein. Mhm.
Lol. Gut, und was ist hier jetzt? Ein Parcours. Ein Labyrinth, richtig, das kenne ich sogar. Boah. Scheiße. Das ist cool eigentlich. Die Münzen haben ja alles gespoilert. So, perfekt. Okay, cool, dann haben wir auch diese Starcoin, die ich echt cool fand jetzt. Jetzt müssen wir jetzt irgendwie rauskommen, ne? Shit. Boah, und dann noch dazu diese Spasti-Musik. Oh Mann. Die denken auch, ey. Was ist los mit dem Jungen? Warum kann er das Spiel so schlecht? Perfekte Sache. Gut. Dann sind wir hier auch raus. Und dann sehen wir uns gleich. Mario traut sich in seiner schlimmsten Form in das 8. Castle. Geil. Mit 58 Ups betreten wir's. Ich bin gespannt, wie schnell wir sterben. Scheiße. Gut, auf ein neues. Sollte ja jetzt der Anfang nicht so schwierig sein. Ich kann mich daran erinnern, dass es ein großes Rätselcastle war. Mit vielen Türen und Wegen und alles. Reicht dafür überhaupt die Zeit noch, die wir haben? Das ist jetzt gerade bei 17 Minuten, da das eh der letzte Part ist. Denke ich, kann man auch ein bisschen was ziehen. Ah. So funktioniert das also. Gut. Wir sind schon mal im Basic Room. Da können wir noch nicht rauf. Da müssen wir erstmal den Raum drehen. Heilige. Da können wir auch noch nicht rein. Scheiße. Ich glaube, Power-Ups sind hier richtig wichtig, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die blöden Pisser nur einen Checkpoint geplaced haben. Und das ist bestimmt dort, wo man gegen Bowser dann fightet. Kurz davor der Raum. Safe, oder? Was denkt ihr? Da kann man dann Roger machen. Fuck this shit, man. Scheiße, du kleines Scheißding, wirklich. Boah, meine Fresse, hasse ich dich. Gut, hier ist auch nichts drin, ne? Ach, scheiß doch die Scheißwand an, Mann. Ach, Kacke! Auf ein neues. Ja, wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Och, Junge! Ja, das muss aber irgendwie funktionieren. Ich habe jetzt so ein Safe-Set gesetzt, weil ich wusste, dass diese Hurenscheiße so sein wird. Warte mal! Scheiße! Aber ich glaube, ich habe es gerade fast geschafft. Mist! Du kleine Spasten! Aber ich glaube, ich habe es gerade... Mann, du kleine Sch... Kannst du ruhig bin? Ja, schaffen wir fast. Fast, fast, fast ist es.
Fast ist es soweit. Ja, knapp. Alles gut, alles gut, alles gut. Passiert. Aber vielleicht... Ich versuche das jetzt nochmal ein paar Stunden. Boah, jetzt muss ich gerade alles kaputt hauen mal wieder. Ich werde jetzt mal hier den 5. Safe-State hinpacken. Ich fange gleich wieder an zu weinen. Das ist nicht mehr zu fassen. Wirklich, das ist nicht mehr zu fassen. Dieses Spiel ist, wird die schlechteste Wertung von mir bekommen. Die allerschlechteste Bewertung, die je ein Spiel gesehen hat. Wo sind wir jetzt hier? Das sieht ganz gut aus. Sehr gut. Ah, schön. Ah, nice, hat man gesehen. Natürlich, natürlich, natürlich. In dem guten Game Design bestimmt hat man das gesehen, ne? Erste. Kann man, ist hier, ist aber kein Schalter drin, ne? Ja, das dachte ich mir schon irgendwie. Irgendwas hat das bestimmt zu tun mit der zweiten Starcoin. Obwohl, das ist eigentlich echt gut, dass wir das umbringen können. Jetzt kommen wir hier runter. Kann man schon denken, ne? Irgendwas ist jetzt ganz gut frei geworden. Geh mal zur linken Seite. Okay. Kann man da her? Irgendwie müssen wir auf jeden Fall jetzt zurück. Noch ein Schalter. Okay. Da müsste es jetzt lang gehen eigentlich. Perfekt. Muss das Castle aber nicht dreimal spielen, oder? Also sie sind jetzt gerade in der Mitte. Halbzeitflagge. Ich mache mal Safe Set 2 hier hin. Unten ist eigentlich immer der schwierigste. Weil dort Hotheads kommen können. Und unten ist man dann... Ah, oben ist richtig. Mitte. Scheiße, das ist die dritte Starcoin. Scheiße. Jetzt bin ich gespannt, wer ist der Boss?
groß wird er aber nicht, oder? LOL! Ein normaler Bowser wieder. Oh, und Mini-Bowser hat seinen... Den sollten wir schnell killen. Oh, er hat sogar blaue Flammen, die sogar auf Zielsuche sind. Na komm, wirf dein Ding. Los! Okay. Heilige. Das ist ja der Boss, beste Bosskampf, glaube ich, in jedem NSMB. Perfekt. Geschafft. Nass. Oh! Auf das Ohr geküsst. Nice. So, die Credits wollte ich natürlich zeigen. Ah, bruh, jetzt kommt hier so Artwork. Und auf dem Touchscreen sind dann hier so die Leute dann. Ja, scheiße, wie soll ich das jetzt zeigen? Ich hab mich mal für diese Ansicht jetzt... Oh, shit! Gut, jetzt sollten wir es aber haben. Ja, perfekt. Gut, Leute. Ja, jetzt kommt mein Feedback zu dem Spiel. Ja. Ihr kennt ja die Kritikpunkte... als erstes haben wir ja Steuerung und Gameplay, danach Grafik, dann Atmosphäre, dann Story und Schwierigkeitsgrad und dann die Gesamtbewertung. Ja, fangen wir mal bei Steuerung und Gameplay an. Also ich muss echt sagen, dieses Spiel war von der Steuerung definitiv von den NSMB-Teilen am schlechtesten. Vom Gameplay her gab es auf jeden Fall viele Erneuerungen, die es vorher nicht gab, muss sagen, das letzte Game war, glaube ich, Mario World oder Mario Land 2. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Und ja, es hat sich auf jeden Fall viel geändert. Auch, dass es halt so eine gute Auflösung hatte, war für die Zeit bestimmt super. Deswegen muss ich sagen, das Gameplay war eigentlich echt okay, außer dass halt manchmal etwas wirklich komisch war. Der Mini-Pilz oder der blaue Panzer, dass man den random brauchte. Das musste einfach nicht sein. Und sonst noch eigentlich alle Sachen, das war einfach nicht schön. Die Bosskämpfe dafür waren super. Ich würde einfach dann mal... dem Spiel dort eine 7,5 von 10 geben. Sollte, glaube ich, ganz okay sein für die Sachen, die da eigentlich jetzt manchmal vorkamen. Vielleicht sogar 8 von 10, das muss ich nochmal gucken. Ja, Grafik war eigentlich top-notch für ein DS. Geht natürlich immer besser. War ich jetzt aber eigentlich echt zufrieden. Denke mal auch 9,5 von 10. Also 10 von 10 wäre es dann, wenn ich sagen würde, yo, das sieht so gut aus, das wäre für dieses System eigentlich nicht möglich gewesen. Deswegen sage ich jetzt erstmal 9 oder 9,5 von 10. Muss ich mir erstmal auch alles ausschreiben hier. Sonst komme ich ja gar nicht drauf. Und ja, dann kommen wir zu der Atmosphäre, die durch die Musik erstellt worden ist. Boah, also ich muss sagen, die Musik war in diesem Teil auf jeden Fall schwächer als in den anderen NSMB-Teilen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Musik kommt aber erst aus diesem Spiel. Ja, aber ich muss echt sagen, die anderen Games haben doch mehr Atmosphäre dann geboten. Ich muss sagen, die besten Level, wo Atmosphäre geboten worden war, waren diese Röhren-Level, wo man wirklich gesehen hat, wo man diesen Röhren hingewandert ist. Das war eigentlich super. Und dort kann ich eigentlich auch echt nicht viel mehr zu sagen. Ich fand es von der Atmosphäre eigentlich super. Kann man eigentlich so machen. Aber wie gesagt, die Soundtracks haben mich echt nicht umgehauen häufig. Auch wenn sie schon ganz okay waren. Würde ich sagen, eine... Nehmen wir mal 8 von 10, oder?
Dann sind wir bei der Story. Das ist leider ein Punkt, der ziemlich verkackt wird heute häufig bei den SMB-Teilen. Ich muss sagen, auch jetzt hier steckt jetzt nicht wirklich viel Story hinter. Kann ich jetzt auch wirklich nicht so viel zu sagen. Aber ich fand den Story-Arc jetzt mit Bowser eigentlich ganz interessant. Das war eigentlich ganz cool gemacht. Aber halt auch nicht jetzt so, dass so krass das jetzt war, dass ich jetzt sagen möchte, yo, das war das Heftigste, was ich je gesehen habe. Deswegen werde ich jetzt bei der Story auch eher nur 6,5 von 10 geben. Weil auch jetzt kein Dialog da war und so weiter. Und auch nicht so die Welt, wie in NSMBU zum Beispiel dargestellt werden konnte. Und auch richtig, also es gab jetzt wie gesagt einen Plot-Twist mit Bowser. Ich würde sagen, doch eher eine 6 von 10, deswegen. Ja, Schwierigkeitsgrad, muss ich wirklich sagen, ist, hat dieses Spiel echt ziemlich verkackt bei mir. Ich fand es echt an manchen Stellen viel zu schwierig. Weshalb ich einfach sagen muss, dass, ja, dass ich da jetzt erstmal ein bisschen was abziehen werde. Oh, da ist Bowser, mit Mini-Bowser. Ich würde sagen, beim Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad. The End. Safe? Yes. Sehr schön. Zwei Sterne, das bedeutet, es wird bestimmt noch einen dritten geben für die Starcon, die wir da verpasst haben, ne? Dann werde ich jetzt gleich nachholen. Vorher Schwierigkeitsgrad, ja, was machen wir da jetzt? Also ich hatte auf jeden Fall mit den anderen NSMB-Teilen häufig immer so eine 8 von 10 gegeben. Ich werde jetzt hier mal eine... Ich werde eine 6,5 von 10 geben. Ja, und dann werden wir insgesamt bei einer Wertung von... Ich muss kurz ausrechnen. 9, 17, 23. Boah. 30,5. Plus 6,5. Und dann noch jetzt geteilt durch 5. Ja, dann wären wir bei einer Insgesamtwertung von 7,4. Damit wäre es das... wäre es auf Platz 11 meiner bestbewertetsten Let's Plays nach 3D World. Denke ich mal, ist ganz okay. Dahinter sind halt noch Spiele wie MK Deluxe, Mario Bros. Dungeon Zelda 1, Super Kiwi 64, Pac-Man Museum Plus, Mario Bros. The Lost Levels. Ich hoffe, damit sind eigentlich die meisten Leute zufrieden, auch wenn dieses Let's Play wirklich nach meiner Meinung, also ich weiß echt nicht, wie ihr das gesehen habt, aber nach meiner Meinung ist dieses Let's Play echt nicht mein Bestes gewesen. Ich werde jetzt nochmal hier ein bisschen... Was ist das denn für eine Scheiße hier? Aber okay, ignoriere ich jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen durch die Welten durchgehen und gucken, ob ich überall die Schilder bezahlt habe. Und ja, dann können wir auch nochmal so ein bisschen Revue passieren, ne? Wie fandet... Achso, wir können auch die Kanonen benutzen. Ja gut, dann gehen wir nochmal in Welt 1 zurück. Dort hatten wir auch noch Kanone. Ja, wie fandet ihr denn dieses Let's Play? Ihr könnt natürlich die Wertung zum Spiel und zum Let's Play in die Kommentare schreiben. Gleich mache ich ja wie Domtendo auch irgendwie so Let's Play des Jahres. Müssen wir uns dann mal angucken. Kommen wir jetzt in die Eiswelt? Sieht irgendwie so aus. Ja. Ja, bin hier noch in Welt 2, aber. Boah. Also ich muss echt sagen, wie gesagt, das Let's Play hätte ich auf jeden Fall besser machen können, aber ihr habt ja schon bestimmt immer rausgehört, dass ich, ja, nicht so Lust hatte auf das Let's Play, aber es jetzt schnell fertig machen wollte. Ich hätte natürlich mir jetzt echt viel Zeit nehmen können mit dem Let's Play, damit ich jeden Part wirklich mit sehr viel Spaß dann mache. Aber dann, wie gesagt, morgen oder so ist meine Switch dann wieder da und ich kann euch sagen, dann, no shit, ist dann auch wirklich die Lust auf dieses Spiel dann vergangen. Also ich denke wirklich nicht, dass ich es dann nochmal anrühren würde. Deswegen wollte ich es jetzt einfach schnell beenden. Also es kann natürlich sein, dass ich es dann wieder angerührt hätte, ne? Kann immer sein, aber ich vertraue mir da einfach nicht mehr. Weil, keine Ahnung, ich vertraue mir eigentlich da nie. aber ja. Ich muss nochmal gucken gleich, ob es nur 3 Sterne gibt hier in NSMBDS. Oder vielleicht sogar 5. Müsste eigentlich so sein, dass der erste Stern für Besiegen von Bowser ist. Zweiter ist, dass man alle Exits geholt hat.
Und der dritte ist dann für alle Star Coins. Bei allen Exits gehören natürlich auch alle Secret Exits dazu, da alle Secret Exits schon von uns aufgelöst worden sind durch Welt 7, denke ich mal, haben wir dadurch ja, den zweiten Stern bekommen. Aber wie gesagt, werde ich dann nochmal gleich nachgucken. Erstmal gehen wir hier durch. Ich muss auch echt sagen, die Hintergründe waren echt schön immer. Also können auch manchmal aus einem simplen Anime gewesen sein. Die sind wirklich echt gut geworden. Und ja, generell, die Tri-Sets sahen echt schön aus. Krass, dass man mit den Kanonen auch zu den versteckten Welten hinkommt, finde ich eigentlich nicht so nice. Aber da die Mini-Pilz-Exits, sage ich mal, bei den Bossen als Secret-Exits gelten, ja, deswegen alle holen, Leute. Ja, solltet ihr auf jeden Fall holen. Die gelten als Secret-Exits. Aber ja, wer das nicht schafft und einfach das Spiel normal durchspielen möchte, der kann es natürlich dann über die Kanone machen. Solange halt der Secret-Exit jetzt nicht zu schwierig ist. Zu der Kanone, da ist jetzt durch einen Mini-Pilz oder anderweitig, dass man die nicht findet. Sonst könnt ihr eigentlich auch immer wieder alles im Let's Play hier nachschauen. Und hier in Welt 6 gab es keine Kanone. Ja, stimmt auch, weil hier gab es auch keine Secret Exits, glaube ich. So, hier in Welt 7 gab es auch keine Kanone, ne? Ja, okay. Hier haben wir aber auch alles abbezahlt. Und Welt 8 müsste eigentlich genau das gleiche sein. Perfekt. Gut, Leute, dann werde ich, wie gesagt, nochmal den zweiten Star Coin aus dem finalen Boss-Level holen. Und dann sehen wir uns gleich. Ciao. So, anscheinend hier. Hier waren wir ja auch schon. Und dann müssen wir da hinten in die Tür rein. Aber hier waren wir doch schon. Oder kamen wir hier nicht weiter? Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Müsste ich mir nochmal eine Aufnahme anschauen, weil das kann nicht sein. Hä? Wie sollte eigentlich eine Plattform sein? What the fuck? Leute, diese Plattform erscheint nur, wenn ihr da oben diesen Schalter gedrückt habt. Unglaublich, ey. Ich bin ja auch schon wieder ganz am Struggling gewesen. Aber okay, jetzt geschafft. Gut, durch die Tür gegangen. Also, boah, über die Plattform. Und dann haben wir hier die zweite Starcoin, Leute. Gut, und damit haben wir alles collected. Da muss ich jetzt noch schnell Bowser besiegen. Machen wir mal auf guten Zack, ne? Gut, wir sehen uns gleich. So, damit. Oh, die Credits sind wieder da. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Jetzt muss ich die Credits wieder durchlaufen, oder was? Ne, das kann doch nicht sein. Ja, gut, Leute, dann sehen wir uns nach denen auch noch. Wollte ich noch kurz zeigen, dass wenn man hier unten so drauf haut, dann kriegt man noch so Soundeffekte. So gut, Leute. Wir haben aber alles dann jetzt geschafft, hoffentlich. Werden wir jetzt am Ende sehen. Es gibt anscheinend noch eine Anzeige mit All Spent. Was? Wir haben nicht den dritten Stern? Doch, warte mal. Hier steht aber Complete. Aber irgendwie, es gibt bestimmt noch irgendetwas. Es gibt noch irgendein Schild. Es muss bestimmt noch irgendein Schild geben. Vielleicht hier? Wo man 80 Starcoins ausgeben muss. Warte mal, irgendwas muss es doch geben. Shit. Okay, das muss ich, glaube ich, nachgucken, oder? Oder finden wir das mal eben schnell? Ich wüsste leider nicht, wo. Außer wenn wir vielleicht ins erste Level gehen. Vielleicht muss man die ja da ausgeben. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Aber es gibt jetzt auch keine Postgame-Sachen, ne? Aber vielleicht noch einen blauen Panzer, komm. Nochmal zum Schluss ein Maxi-Pilz. Ja, dann wandern wir nochmal mit dem komplett durchs Level. Und dann werde ich, wie gesagt, gleich nochmal nachschauen, wo man das dann finden kann. Let's go. Alles klar, Leute, bis gleich. Fast im ersten Level wieder schauen. Entweder muss da Luigi rein oder man kann da jetzt schon so rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, man kann schon so rein. Perfekt. Geil. Thank you.
cool. Mann, ist das nice. Ja, nice. Okay, cool. Ja, und so kann man dann anscheinend seine Starcoins ausgeben. Ich werde euch jetzt auch schnell zeigen, wie man Luigi holt und dann sehen wir uns gleich. Alle Starcoins wurden ausgegeben. Wir saven das. Und damit sollten wir dann eigentlich auch die 3 Sterne haben, oder? Gucken mal ganz kurz. Was ist falsch hier? Anscheinend. Ach, gut. Ja, also ihr könnt dann, hurra. Sorry. Ihr könnt dann nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich da jetzt noch irgendwas machen muss. Also ich habe gelesen, dass uns alle Exits anscheinend holen. Vielleicht muss man noch alle 99 abholen. Ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt erstmal das. Der Part ist ja auch noch nicht online. Das bedeutet, ich werde mal vielleicht Musti oder so fragen. Oder Fox. Und dann werden wir weiterschauen. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part von... beim nächsten Let's Play. Also es hat trotzdem eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Das war ein schönes Zwischenprojekt. Und wir sehen uns dann bei den neuen Projekten. Haut rein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Danke an alle, die das Let's Play geschaut haben. Fox, Marfman, Neilu, die habe ich immer in den Kommentaren gesehen. Musti, glaube ich, auch immer. Ne? Wirklich vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ciao.